wir in Zukunft nur noch Insekten und Fleisch aus dem Reagenzglas. Heute schauen wir uns die Essenstrends des Jahres 2022 an. Bestimmt hast du schon mal von dem Zero-Waste-Trend gehört. Das steht für Null Müll und eben darum geht es in dem Food-Trend auch. Wir sind dazu angehalten, unsere Müllproduktion zu reduzieren, um etwas Gutes für Umwelt und Klima zu tun. Dabei geht es vor allem darum, ein höheres Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie viel Müll wir tatsächlich produzieren und wie wir das einschränken können. Was kannst du also konkret tun, um deine Müllproduktion etwas zu verringern? Ein riesengroßer Faktor dabei sind Großpackungen. Oftmals kaufen wir Großpackungen, weil diese günstiger sind. Die Hälfte wird dann aber schlecht und weggeworfen. Am Ende haben wir also so oder so gar nichts davon. Ein weiterer Punkt sind auch Fehlkäufe. Wenn du irgendetwas im Laden oder im Supermarkt siehst, von dem du nicht wirklich weißt, ob du es überhaupt aufbrauchen wirst, dann wäre es besser, es einfach im Geschäft zu lassen, denn das schont nicht nur das Klima, sondern auch noch dein Portemonnaie. Kräuter und Gemüse selber anzubauen wird ebenfalls immer beliebter. Das Regrowing macht das Ganze noch einfacher. Dabei verbrauchst du einfach den essbaren Teil von Kräutern und Gemüse und kannst den Rest wieder neu wachsen lassen. Das klappt besonders gut bei Lauchzwiebeln oder Salat. In unserem Video zu den Tipps zum Gärtnern zu Hause habe ich dir das Ganze schon mal genauer erklärt. Schau also gerne nochmal vorbei. Außerdem sparst du durch diese vegetative Vermehrung echt viel Geld und kannst Kräuter und Gemüse nachhaltig und auf Dauer nutzen. Apropos Nachhaltigkeit, viele VerbraucherInnen setzen bereits darauf, lokale und saisonal wachsende Gemüse und Obst zu kaufen, um lange Transportwege zu meiden. Dabei kann man natürlich öfter auch in einen Konflikt kommen, denn einerseits hat man ein hohes ökologisches Bedürfnis, andererseits steht man aber auch schon darauf, ab und zu mal exotische Früchte oder Gemüse zu essen. Da gibt es aber bald Abhilfe. Die Forschung und die Landwirtschaft arbeiten bereits daran, Local Exotics zu entwickeln. Das bedeutet, exotische Lebensmittel auch in unserer Region anzupflanzen, sodass sie saisonal verkauft werden können. In Deutschland und Österreich wurden bereits Erfolge verzeichnet beim Anbau von Safran, Chiasamen und Reis. Das heißt bei diesem Trend also, wir müssen noch etwas dranbleiben, aber wir können uns darauf freuen, schon ganz bald regionale, exotische Lebensmittel zu genießen. Für dich klingt nahezu jedes Gericht köstlich, dann bist du sicher auch ein Real Omnivore, denn auch das ist einer der Essenstrends des Jahres. Real Omnivores, also wahre AllesesserInnen, sind dafür offen, jegliche Art neuer Lebensmittel und Gerichte auszuprobieren und zu experimentieren. Das heißt nicht zwingend, dass man verzichten muss. Du kannst weiterhin Fleisch und Milchprodukte essen, aber wir lernen einen bewussteren Umgang damit, was wir täglich so zu uns nehmen. Und dabei sind wir eben auch offen für experimentelles Essen aus der Wissenschaft. Ob Fleisch aus dem Reagenzglas, Insekten als Proteinquelle, Nudeln aus Algen oder Chips aus Quallen. Real Omnivores sind offen für alles. Hauptsache, es ist klimaschonend. Wir probieren gerne Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft und im Gegensatz zu unseren üblichen Essgewohnheiten. Also probier doch einfach mal was Neues. Auch wenn wir uns gern vielseitig ernähren und nicht zwingend auf einzelne Lebensmittel verzichten müssen, verzeichnen die letzten Jahre schon einen Trend weg von Fleisch- und Milchprodukten. Wir erreichen Tiefstwerte in unserem Konsum, denn wir konsumieren lieber pflanzliche Alternativen zu tierischen Nahrungsmitteln. Darauf wird sich auch die Gastronomie dauerhaft einstellen müssen. Wie Gourmets sind der Essenstrend 2022. Jedes gute Restaurant wird langfristig pflanzliche Alternativen zu tierischen Gerichten anbieten, denn eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise sind nicht mehr wegzudenken. Mit dem Ziel, uns tier- und klimabewusst zu ernähren, erobern Plant-Based Burger Patties, Soja-Nuggets oder Seitan-Döner die Küchen. Und selbst wenn du keine Lust hast, auf Fleisch zu verzichten, lohnt es sich doch trotzdem mal, über den Tellerrand hinauszublicken und was anderes zu probieren. Wie du siehst, kommt da einiges auf uns zu. Wenn du also Lust auf kulinarische Experimente hast, probier dich doch mal durch verschiedene Foodtrends und Ernährungsweisen. Und wenn du noch Lust auf mehr Videos von uns hast, dann kannst du hier das erwähnte Gartenvideo abchecken und hier unten gibt es unsere Playlist zum Urban Store, denn wir haben gemeinsam mit Urbanite den Urban Store gebaut und ausgestattet.